Ein PR-Film überzeugt, ein Werbefilm überredet, im Zweifelsfall manipuliert er sogar, er arbeitet mit Emotionen. In aller Regel appelliert ein PR-Film an unsere Rationalität, unsere Vernunft und prägt ein Image für ein Unternehmen oder eine Institution. Ein guter PR-Film funktioniert dann, wenn er so glaubwürdig ist wie journalistische Filme. Dazu muss natürlich ein gewisser Aufwand betrieben werden, es muss recherchiert werden, man muss das Handwerk beherrschen, und das bedeutet auch, dass man ein wenig Geld in die Hand nehmen muss. Die Methodik von erfolgreichen PR-Filmen ist zu vergleichen mit guten journalistischen Produkten. Auch hier gilt journalistische Recherche, die Fragen vorzubereiten, das Handwerk zu beherrschen, nicht allzu reißerisch zu produzieren, das was die Vertonung angeht, was die Schnitttechnik angeht, dafür zu sorgen, dass das Produkt glaubwürdig ist. Ein guter PR-Film muss nicht unbedingt viel kosten. Früher kannte man lediglich Industriefilme, die von großen, von DAX-Unternehmen produziert wurden. Heute produzieren auch mittelständische Betriebe PR-Filme. Das heißt, man kann durchaus, wenn man mit professionellen Machern zusammenarbeitet, für 3.000 bis 3.500 Euro einen guten PR-Film bauen und herstellen. Bewegte Bilder sind inflationär geworden, speziell durch das Internet, insbesondere durch Web 2.0. Das heißt, wenn eine strategische Organisationskommunikation PR-Filme konzipiert und qualitativ gehaltvoll umsetzt, werden sie sich von der Masse der bewegten Bilder, die wie gesagt inzwischen inflationär vorhanden sind, absetzen können. Bewegtbildkommunikation ist bei uns gerade zu Beginn des Studiums ein wichtiger Studienschwerpunkt. Wir unterhalten beispielsweise ein eigenes Magazin, ein Campusmagazin, in dem die Studierenden sehr früh lernen, Filme in eigener Regie mit eigenen Mitteln zu produzieren. Das wird auch von den Studierenden hier bei uns am Institut als sehr wertvoll erachtet. Erweitern müssen wir das Angebot nicht, weil es schon jetzt einen großen Bestandteil des Studiums ausmacht. Aber wir werden in naher Zukunft, und das ist ja zwangsläufig notwendig, wenn man bewegte Bilder produziert, wieder neue Technik investieren. Wir produzieren schon jetzt auch fürs Internet im großen Umfang. Ich denke, das ist auch das, was von einem Ausbildungsinstitut in Sachen Kommunikationsmanagement PR erwartet wird. Gerade der Nachwuchswettbewerb im Wettbewerb Die Klappe sorgt dafür, dass die PR-Filme qualitativ gehaltvoller sein werden in Zukunft, sorgt dafür, dass die Studierenden schon darauf hingewiesen werden, wie wichtig PR-Filme sind, und kann unter Umständen das ein oder andere Talent fördern, entdecken und dafür sorgen, dass das, was bisher nur als Idee auf dem Papier existiert, tatsächlich in die Realität umgesetzt wird.